Okay, this is what the Greeks call. Aber machen wir es hart, eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Braucht das halt. Nochmals die Titan. Wird es Charlie gelingen zu zeigen, dass es wirklich kann? Auch Höhe gewinnen und in die Nähe gehen, aber nicht so nahe, dass es da den ganzen Quark triggert. So, ich habe die Höhe. Rasch das Zimmer verdunkeln, dass ich da überhaupt noch was sehe. Dass ich, damit ich sehe, welches Spiel ich spiele. Titan ist immer noch nicht aufgetaucht. Jetzt sollte sie dann langsam sichtbar werden, denke ich doch. Oder bin ich so weit weg, dass ich es nicht sehe? Bin auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Bei 25 werden da die feindlichen Hubschrauber gespawnt. Jetzt schon bei 26 ist das ärgerlich. Gehe ich hin, zerstöre einen Heli, aber nur einen. Friendly fire.
wieder dasselbe wie das letzte Mal. Exakt dasselbe. Wie dumm kann man sein, wirklich? Naja, egal. Oh nein, jetzt habe ich dieses scheiß Ding hier. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt dieses Fahrzeug hier auch noch zerstöre. Ob ich dann einfach am Boden stehe. Immer landen und wechsle das Luftfahrzeug. Eigentlich kann ich die da oben auch lassen, weil sollte nicht allzu viel Schaden verursachen. Sicherheit hier noch anrufen. MMI, we expect the unexpected. Jetzt kostet es mich $1000. Oh, die Titan sieht auch nicht mehr so gesund aus. Stören gehen. Aber ich denke, es sollte reichen, dass es einen Abwurf machen kann. Einen Abwurf durchführen kann.
mich eh in die Nähe, dass ich dann das abnehmen kann. Das Päckchen. Eingesammelt wie ein Profi. Und da die keine schnelleren Helis haben als ich selbst, werden sie mich nicht erwischen. Diese Mission auch zum dritten Mal heute gespielt. Also nein, sicher zum zweiten Mal. Gestern schon mal, da ging es sehr gut. Und heute zum zweiten Mal. Immer bestanden, aber eben heute alles andere als elegant. Aber elegant hin oder her, elegant bin ich selber, muss ja nicht an meine Mission elegant bestehen. Von daher spielt es keine Rolle. Wunderbar abgeliefert.